Der neue Descent Elixier von Hugo Boss ist gerade erst veröffentlicht worden und bereits jetzt überschlagen sich die Rezensionen. Das ist der beste Duft aus der Descent-Reihe. Mich hat das natürlich auch neugierig gemacht und ich habe ihn heute hier. Ich möchte heute für dich den Descent Elixier, der gerade erst dieses Jahr 2024 rausgekommen ist, für dich testen. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und der Descent ist einer meiner Lieblingsdüfte, wenn es um das Thema Frühlingsdüfte geht, um, ich sag mal, intensive, würzige, aber trotzdem leicht fruchtige Düfte. Und ich würde mal sagen, eine leichte Variation aufbauend auf dem, was der Hugo Boss Bottled in der Eau de Toilette Version eigentlich auch schon geschaffen hat. Und von diesem Descent gibt es relativ viele Versionen von dem Eau de Toilette, Eau de Parfum, aber auch Private Accord. Und die waren tatsächlich alle immer bei einem Punkt ein bisschen schwach und das war die Haltbarkeit und Intensität. Der Duftcharakter von allen war immer toll. Ich habe auch immer wieder gesagt, das sind Düfte, die kann ich wirklich blind empfehlen, falls ihr einen tollen Duft sucht. Aber die Haltbarkeit ist selbst für jemanden wie mich, der eher leichte Düfte mag, immer so ein bisschen, ich sag mal, underwhelming. Der Duft jetzt soll das Ganze ein bisschen aufheben. Der Elixier soll die Grund-DNA in sich tragen, aber das Ganze intensiver und würziger machen. Und ich möchte das heute für dich auch einfach mal testen. Ich habe gerade schon eine Probe hier. Das Lustige war, dass ich tatsächlich eigentlich heute die Rezension von dem Oud Mineral drehen wollte, der jetzt auch ganz frisch rausgekommen ist, aber die Probe dabei lag. Und habe jetzt einfach mal so ganz frech, wie ich bin, die Rezension vorgezogen. Ich habe auch mal gerne in die Kommentare, ob du eine Rezension zu dem Oud Mineral sehen möchtest, denn das ist auch in meinen Augen ein Duft, den man nicht übersehen sollte. Heute aber natürlich der Fokus auf dem Descent Elixier. Das Flakon des Duftes ist dem Original oder Toilette auch schon ziemlich ähnlich. Das habe ich ja auch hier. Ich blende das auch einfach mal ein. Das Einzige, wirklich unterschiedlich ist, dass wir hier einen Farbverlauf haben von, ich sag mal, oben einem roten in Richtung von so einem dunkel, schwarz, rötlichen irgendwo. Prinzipiell erwarte ich aber genau, dass das Flakon dasselbe ist. Sprühkopf, ich brühe das einfach mal hier so ein bisschen in die Luft. Ja, ist in Ordnung, kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt aber nichts Überwältigendes. Man muss aber auch immer sagen, dass der Scent, gerade das Eau de Toilette, so um die 50 Euro kostet. Mal ein bisschen günstiger, mal ein bisschen teurer. Ich sag mal plus minus 10 Euro. Das ist bei dem Descent Elixier gerade noch ein bisschen anders. Der ist extrem teuer. Aber ich erwarte auch so, dass der perspektivisch so in Richtung, ich sag mal, 60, 70 Euro geht. Da ich das Elixier-Flakon aber nicht hier habe, möchte ich keine weitere Zeit verlieren und den Duft einfach mal aufsprühen und mit dir in die Rezension gehen. Und ich merke sofort bei diesem Duft, dass mir der Duftcharakter super, super bekannt vorkommt. Denn wir haben hier prinzipiell die originale DNA sehr gut mit eingefangen. Ich habe sie gerade noch so ein bisschen in der Luft und wenn ich am Arm rieche und wenn ich in der Luft rieche, ja, das ist auf jeden Fall dieselbe Descent-DNA. Wir haben dieses mandarinig, orangig, frische, dazu eben dieses leicht holzige in der Basis und diese Scent-DNA. Ich weiß gar nicht, welche Duftstoffe das genau sind, aber die meisten von euch, die den Scent kennen, werden genau wissen, was ich meine. On top kommt aber eine Besonderheit, nämlich, dass wir hier einen sehr viel würzigeren, sehr viel tieferen Duft haben und er hat auch so einen gewissen, ich habe das mit dem Wanted by Night so ein bisschen innerlich verglichen, denn die riechen nun wirklich wahrlich nicht gleich, aber die haben beide so einen vollmundigen, würzigen Lavendel-Touch mit drin, der bei diesen beiden Düften ziemlich identisch ist. Der hier wird eher ein bisschen frischer und ein bisschen süßer und der Scent Elixier wird eben eher ein bisschen, ich sag mal, würziger, holziger, aber prinzipiell, falls du den hier magst, den Wanted by Night, einer meiner persönlichen Lieblingsausgedüfte, wirst du auf jeden Fall auch mit dem Scent Elixier sehr warm werden. Darüber hinaus hat er so ein bisschen was Karamellklebriges, was ich zum Beispiel auch aus den Stronger With You Düften oder aus der Wanted-Reihe gerade schon genannt, in den anderen Versionen auch kenne. Das heißt, wir haben hier eine Lavendel-Vanille-Basis, sehr klebrig, sehr süß, haben aber trotzdem diese originale Descent-DNA mit drin. Und das war wirklich so ein bisschen das Erste, was ich hier mitgeben kann, falls du den originalen Descent magst, falls du den irgendwie auch in verschiedenen Versionen hast und immer so ein bisschen überlegt hast, okay, ich mag die DNA, aber ich rieche sie halt zu schnell nicht mehr. Ey Freunde, ich sag's euch, dieser Duft wird, glaube ich, genau das sein, was ihr schon lange, lange Jahre gesucht habt. Darüber hinaus gefällt mir an diesem Duft auch ziemlich gut, dass wir hier eine viel kräftigere Holznote haben. Das Originale hat ja, ja, ihr kennt es, ne, so ein bisschen holzig, aber eher fruchtig, süßlich. Das haben wir hier natürlich auch noch mit drin, aber es ist halt einfach viel holziger, viel, viel satter irgendwo und einfach auch ein bisschen, ja, ich sag mal, kräftiger. Ich glaube, diesen Duft bezeichnet das Wort kräftig eigentlich schon ziemlich gut. Und das eben in Kombination mit dieser DNA, mit auch dem Pimentchen mit drin. Ich muss sagen, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie Piment in seiner Rohform in Parfums normalerweise umgesetzt wird. Ich kenne da einfach viel zu wenige Referenzen. Aber wenn das Piment ist, wie man ihn in Parfums umsetzt, wie man ihn verwendet, wie die Duftrohstoffe in Parfums riechen, kann ich nur sagen, ich hoffe, dass die nächsten Jahre mehr Piment-Parfums veröffentlicht werden. Denn es hat auch so ein bisschen diesen Kardamom-Effekt. Vielleicht kennt ihr das bei Kardamom. Wenn man Kardamom in Düfte reinmacht, werden sie eigentlich automatisch nischig, sage ich immer. Also du bekommst eine Würze da rein, du bekommst eine Tiefe da rein, du bekommst einfach so einen satten, tiefen Unterton und das macht diesen Duft einfach noch umso geiler und gibt dem Ganzen einfach nochmal so eine Note on top, was eben das originale Descent nicht hat. Wenn wir den Duft dann aber ein bisschen einwirken lassen und dann in den Try-Down, wie man sagen würde, rübergehen, fällt hier besonders auf, dass wir hier zum ersten Mal wirklich einen Try-Down haben. Bei dem originalen Descent, wie gesagt, das habe
habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist es halt einfach nach einer Zeit so, dass dieser Duft sehr hautnah wird. Natürlich, man riecht ihn auf der Haut, wenn man ganz nah rangeht, aber es ist nun eher was sehr Zartes, sehr Zurückhaltendes. Und das ist jetzt ein bisschen umgedreht, denn wir haben hier wirklich einen Duftverlauf mit drin. Und man riecht diesen Duft immer noch nach 3, 4, 5, 6 Stunden. Und das ist wirklich der größte positive Punkt, dass wir hier diese Descent-DNA haben, die man immer noch nach vielen, vielen Stunden riecht. Dazu möchte ich aber auch erwähnen, dass wir hier keinen großen Duftverlauf haben und sich dieser Duft tatsächlich eben ein bisschen intensiviert, ein bisschen an Frucht verliert oben in der Kopfnote, also diese Descent-DNA ein bisschen weniger wird. Und wir am Ende, ich sag mal, so ein bisschen sowas Matschiges haben, also so ein Fruchtmatsch zusammen mit diesen ganzen würzigen Facetten und so ein bisschen ungreifbar wird. Das ist aber auch eigentlich das, was wir bei den meisten Boss-Düften zu kennen, also auch bei der Boss-Bottle-DNA, beim Descent. So, das ist eigentlich das Typische, was ich da erwarten würde, was wir hier auch bekommen. Und ich sag mal, falls du den Try-Down von den meisten Boss-Düften kennst, wirst du hier nicht überrascht sein, was passieren wird. Für mich vollkommen erwartet tatsächlich, hier eben nochmal mit einer kräftigeren Basis unten drunter. Aber so all in all, falls du vielleicht auch den Boss-Bottle-Elixier kennst, wirst du etwa genau wissen, was hier passiert. Und weil ich den Boss Bottle Elixier ja gerade schon erwähnt habe, den ich ja vor kurzem auch schon mal vorgestellt habe, guck auch mal gerne in das Video mit rein, muss man sagen, dass dieser Duft weniger weihrauchig ist, weniger maskulin, das kommt jetzt falsch rüber, aber er ist nicht so kantig, er ist nicht so kratzig, er hat keine Kardamom mit drin, er ist nicht so würzig, nicht so tief, sondern ist eben eher immer noch ein fruchtigerer Duft. Und das vielleicht auch so ein bisschen die Unterscheidung, die man hier machen kann, falls du eher einen fruchtigeren, frühlingsfrischeren Duft haben möchtest, ist vielleicht der Scent Elixier die bessere Variante. Falls du eher einen kantigen, würzigen, maskulinen, dunklen, rauchigen Duft haben möchtest, ist der Boss Bottle Elixier vielleicht da die bessere Option. Der ganz große Vorteil an diesem Duft kommt jetzt an meinem Thema Haltbarkeit und Ziehach, nämlich wir haben hier endlich einen Descent, der hält, der gut hält, der gut projiziert und mit dem man gut durch den Tag durchkommt. Und das ist immer so das Größte gewesen, was ich gesagt habe. Scent, toller Frühlingsduft, muss man auf jeden Fall mal getestet haben. Das war dann aber mal so ein Komma, aber, ne? Und das haben wir hier zum Glück nicht. Wir haben hier einen Duft, mit dem du ohne Probleme durch den Tag durchkommst, den ohne Probleme andere Menschen riechen. Und du musst hier auch gar nicht crazy werden mit den Sprays, die du aufsprühst. So 2, 3, 4, das reicht vollkommen aus. Es ist jetzt nichts wirklich Penetrantes, ist auch so die positive Nachricht. Es ist nichts, was so wirklich schreit, was zu laut ist, was zu viel ist. Es ist einfach ein schöner, intensiver Alltagsduft. Ich würde ihn so von der Intensität vergleichen mit sowas wie dem Stronger With You Only, Boss Bottled Elixir. Ich bin Stronger With You Intensely und sowas noch viel intensiver. Aber so Boss Bottled Elixir und diese ganzen intensiven, würzigen, süßen, klebrigen Düfte, die eben ein bisschen intensiver sind, aber eben nicht so diese 11 von 10 Düfte sind. Und für mich, und du wirst das vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle im Video gehört haben, ist das die absolute Überraschung des Jahres. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Duft so gut wird. Ich habe wirklich geglaubt, dass das das typische, ich sag mal, Descent-Phänomen hier auch eintritt, nämlich, dass der Duft einfach ziemlich schwach ist, ein bisschen dünn ist, zwar eine tolle DNA hat, was die alle haben, aber einfach dann relativ schnell einfach sehr flach wird. Das haben wir hier zum Glück nicht. Und falls du einen Duft suchst, der jetzt für den kommenden Frühling sehr gut geeignet ist, ist es auf jeden Fall mal ein Blick wert. Und ich glaube, dass das Dufthaus Boss gerade wirklich einige tolle Düfte veröffentlicht, also angefangen vom Boss Bottled Parfum Elixier, jetzt mit dem Descent Elixier, die wirklich gut sind. Es wurde jetzt ja auch schon neue angekündigt. Guck mal gerne ins Video rein, wo ich darüber auch schon mal ein bisschen gesprochen habe. Ich glaube, Triumph Elixier heißt der. Jetzt nach diesen beiden Düften habe ich relativ hohe Erwartungen an den, muss ich ganz ehrlich sagen, denn die Richtung von dem Dufthaus stimmt gerade. Ich finde, die Düfte stimmen, die sind stimmig, die sind passend. Das sind eben intensive Düfte, die aber nicht zu viel sind, nicht zu intensiv sind, nicht zu sehr nach Aufmerksamkeit schreien. Für mich eigentlich genau das, was ich so im Alltag haben möchte. Und auch Duft, also ich will jetzt nicht nur in der Intensität sprechen, aber auch vom Duftcharakter einfach tolle Düfte sind, die ja auf dem, was die Reihe so toll gemacht hat, aufbauen. Da kann ich wirklich einfach nur ganz klar sagen, ich kann dir ganz klar empfehlen, diese Düfte zu testen. Aktuell sind die Preise noch ein bisschen höher, so 120, 130 Euro sind da nicht ungewöhnlich. Warte da einfach ein bisschen. Die normalen Descent-Preise sind ja, wie gesagt, so 50, 60 Euro, mal ein bisschen niedriger, mal ein bisschen höher. Ich denke auch so, dass sich dieser Duft irgendwo bei 70, 80 Euro anpendeln wird und dafür bekommst du preislich echt einen tollen Duft. Ich möchte jetzt aber auch mal deine Meinung zu dem Duft hören und wissen, was du eigentlich von diesem Duft hältst und natürlich auch, ob du ihn schon getestet hast. Schreib das mal gerne in die Kommentare. Danke dir soweit fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.